Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Death Stranding. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zu South North City. Wir hatten ja beim letzten Mal gesehen, was mit Fragile passiert ist. Und jetzt werden wir mal hier das Ganze abgeben und schauen mal, wie sich das dann weiterentwickelt. Normalerweise müssten wir ja jetzt dann langsam noch weiter in den Westen rein, oder? Eigentlich müssen wir noch weiter in den Westen rein. Schauen wir mal einfach, Freunde. Und ihr checkt die Videobeschreibung ab. Checkt mein Instagram ab. Checkt mein Instant Gaming Partner ab. Da läuft immer noch das Gewinnspiel und lasst eine Bewertung auf jeden Fall auf dem Video da. Und let's go, geben wir das Ganze ab hier. Zack. Schön, dich zu sehen, Mann. Schöner Schnurri, Junge. Hier geht's vielen Leuten schlecht. Die Bedürftigsten bekommen zuerst etwas. Aber bei dieser Menge sollte jeder etwas abbekommen. Wir sind dir sehr dankbar. Wow, was? 1900 Likes? Das gefällt mir. So muss es sein. Das ist mal eine anständige Menge hier für den Fortschritt im Spiel. Hart im Nehmen. Kann es sein, dass wir ein Kapitel abgeschlossen haben jetzt? Also stimmt es, dass das chirale Netzwerk endlich Realität wird? Ist das der Kylo Ren Darsteller? Nee. Echt nicht. Das ist fast wie ein Traum. Ja, wenn es kein Traum ist, will ich ein Teil davon sein. Nee, ich glaube nicht, dass er das ist. Oder fehlt genau ein Puzzlestück in der Mitte. Aber Handfeuerwaffe, na endlich. Danke. Es wurde Zeit. Sturmgewehr, es wurde Zeit. Granate, es wurde Zeit. Es wurde Zeit. Es wurde einfach Zeit, Freunde. Ohne Hilfe von außen hätten wir wohl nicht überlebt. Das chirale Netzwerk könnte viel verändern. Reparaturen vereinfachen. Mit ihm kommen wir vielleicht wieder auf die Beine. Du hast uns ein unfassbar wertvolles Geschenk gemacht. Als Middle North City verloren war, dachten wir, die Gewalt würde nie enden. Jeden Tag dachte ich, es könnte unser letzter sein. Aber wir sind noch am Leben. Durch die Gnade... Naja, sagen wir einfach, ich glaube nicht an Wunder oder Glück. Oh nein, ich glaube an Menschen. Und Menschen haben uns gerettet. So wie du heute. Jetzt sind wir an der Reihe, anderen Leuten zu helfen. Es tut mir leid, ich... Gute Arbeit, Sam. Ich sorge dafür, dass deine Ausrüstung bereit ist. Ich muss dir ja nicht sagen, dass du vorsichtig sein musst, wenn du sie abholst. Ja, wenn ich was abhole? Was meint er jetzt? Handfeuerwaffe. Sturmgewehr, ja komm, nehmen wir mal einfach alles mit, zack. Danke, Sam. Du hast South North City gerettet und unsere Leute einander näher gebracht. Die halbe Strecke, auch zu unserer Wiedervereinigung. Die halbe erst? Oh nee, bitte nicht. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Oh, Verbindung gekappt. Sam, die Verbindung zu Amelie ist weg. Wir haben ihre Anrufe durchs alte System geleitet. Es muss ein Problem mit der Leitung sein. Ich kümmere mich drum. Hoffen wir, dass es nichts Größeres ist. Sam, ich registriere eine chirale Spitze. Ganz in deiner Nähe. Werte jenseits von Gut und Böse. Das könnte den plötzlichen Verbindungsabbruch erklären. Egal welche Ursache, es kann eine Bedrohung für die Knotenstädte sein. Geh los und untersuche die Sache. Oh, oh, oh ja, nächster Bossfight, Freunde. Thank you.
Yo, what? Was geht? Ja, was zum... Wow, wow, wow! Was geht denn jetzt, Alter? Was geht denn jetzt? Ist das jetzt Erste Weltkrieg oder was? Oder Zweite? Was soll das sein, Mann? Au! Was geht hier ab, Freunde? Wo muss ich denn hin? Warte mal eben ganz kurz. Ich muss kurz meine Fracht an, richtig hinpacken. Besser ist das. Ich muss wahrscheinlich vorne an die Front, oder? Alter, hier ist er. Oh, Alter, was geht denn ab? Warum gibt's sowas viel zu selten in dem Spiel? Mann, warum gibt's das so selten, Alter? Das ist ja abartig geil. Bringt das überhaupt was? Wo zum Teufel muss ich hin? Wozu muss ich... Wohin muss ich, Alter? Alter, nicht auf mich schießen! Meine Schuhe... Warte mal, weißt du was? Ich gehe einfach mit Sandalen jetzt hier durch das Schlachtfeld. Wow, wow, wow! Alter, Alter, wie geil sieht das denn aus? Holy... Mauli, Junge. Der Unger ist ganz schön sauer. Der will wahrscheinlich sein Baby zurück, oder was? Und irgendwie klingt Unger nach so einem neuen Format von Unge, Alter. Unger hat Hunger oder sowas, Alter. Oh, Junge! Jo, alles klar. Nein, 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 Baby, bleib ruhig, bleib ruhig. Ich bin fast tot. Bin ich hier richtig? Hat er mich jetzt in irgendeine... Ist das einfach nur Einbildung alles oder was? Oder hat er mich irgendwie in seine Zeit geholt? Ist er auch so mächtig? Ganz krasses Bild gerade, Alter. Alter, das Bild ist krass. Okay. Das ist sein Daddy. Okay, Freunde, jetzt kommen gleich die ersten Gegner. Wo muss ich lang? Ich glaube, ich bin richtig. Ey, was geht hier ab, Alter? Das ist ja heftig.
Der sucht mich irgendwie. Hier sind einfach Wale gestrandet, ey. Kann ich hier aus dem Schützengraben raus? Alter! Alter! Werden die gelenkt von den ganzen GDs oder was? Tun die das gegen deren Willen oder was geht hier ab, ey? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo ist er? Wo ist er, das Schwein? Na, ja, apropos schießen, jetzt schieß doch mal und dann nimm mal eine andere Waffe automatisch. Was ist denn los? Schieß! Ey, bis er die scheiß Waffe rausholt, Alter, das ist so dumm, Alter. Komm schon. Wo ist er denn jetzt? Oh, shit! Nein, ich bin gleich tot. Nein! Granaten raus! Verstecken! Haben wir es jetzt? Was hält er denn aus, Mann? Jetzt war das das fünfte Mal. Hast du jetzt genug? Jetzt hat er genug. Mein Gott, Alter. Hör doch auf, Unge. Hör doch auf. Hast, hat der Sturm aufgehört. Einfach so. Ich rale dich, denn am fast genauso schnell ab.
Ich geriet in den Sturm und war in einem Kriegsgebiet. Hattest du einen Tagtraum, Sam? Die Kommunikation war nur eine Sekunde unterbrochen. Nein, das war sehr viel länger. Da war dieser Soldat. Er wollte mir mein BB wegnehmen. Wenn du das sagst... Das Kleine kann es bezeugen. Sam, unser letztes Gespräch ist weniger als eine Minute her. Das kann nicht sein. Ich habe dort gefühlte Stunden verbracht. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Schon gut. Ich komme zu dir. Ich kann dir leider nicht entgegenkommen. Ja, ich weiß. Dein Kind, oder? Sei vorsichtig, Sam. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Hatte lange keine Gesellschaft mehr. Oh, Jungs, ihr wisst, was es heißt. Heute geht noch was. Aber wird schwer mit ohne anfassen. Und ohne berühren. Aber naja. Was muss, das muss, oder? What? Sind das alle meine Sachen? Sam, geh zu Mamas Labor. Mama war Teil des Cupid-Entwicklungsteams. Aber von Anfang an stellte sie seine langfristige Brauchbarkeit in Frage. Sie sah bei den Cupids grundlegende Mängel. Das könnte das seltsame Phänomen, das du erlebt hast, und die erhöhte chirale Dichte erklären. Du solltest sie besuchen und mit ihr reden. Okay. Meinetwegen liegt sie hier. Bleiben nur noch wir zwei, Bibi. Ich hab nur noch dich. Ich beschütze dich. Was auch passiert. Ja, ich wollte jetzt nochmal kurz in den sicheren Raum gehen, damit wir nochmal abchecken, ob da vielleicht noch eine neue Cutscene kommt. Oh, es kam eine neue. Ich frage mich die ganze Zeit, was es mit dem auf sich hat. Vielleicht hat er das alles ausgelöst oder sowas? Vielleicht ist unser Baby das erste Baby, was so ist, wie es ist? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal zu Mamas Labor fahren, Freunde. Und ihr könnt natürlich wie immer gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Bossfight gefallen hat. Ich denke, ich werde ihn so ein bisschen kürzen, weil... Ja, also ich musste den ja wirklich jetzt fünfmal platt machen. Also optisch sah das natürlich alles geil aus, aber spielerisch war das ein... Also spielerisch war scheiße. Ehrlich gesagt war das nicht geil. War einfach nicht geil, kann man sagen. Kann man so sagen, also kann ich so sagen. Fand ich jedenfalls. Spielerisch war das leider ein Reinfall. Aber optisch sah es extremst krass aus. Ist sie hier unten drinne oder ist sie einmal hier rum oder was?
Nick. Schön, dass du hier bist. Episode 5 schon? Der Bossfight mit Unge war... Nur das war Episode 4. Krass. Was schaffen? So, sie schläft. Sie kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch. Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Schon gut. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Also, wegen der Superzelle. Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Danke. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnungen deiner Handschellen an. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen zwei verschiedenen Raumzeiten. Zwei verschiedene Raumzeiten? Das HQ analysiert das genauer. Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich... in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Aber du hast eine Lösung. Natürlich habe ich eine Lösung. Und zwar hier drüben. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja,
Das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain North City gehen. Okay, ich muss sowieso einen Cupid dorthin bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Oder aber vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weitergehen. So viel weiß ich. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt. Dann schlugen die Terroristen zu. Ich war unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Aber es kam niemand. Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. In den Trümmern kam sie zur Welt. Aber anstelle von Leben brachte ich den Tod auf die Welt. Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Seitdem waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gedeh. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Komm. Das sagst gerade du. Dir sind die Toten lieber als die Lebenden. Sonst wärst du doch nicht hier. Mir fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Sie ist kalt, oder? Nicht bewegen. So,
fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Sam, das Lieferterminal draußen funktioniert noch. Los, schließ es bitte an. Dort gebe ich dir weitere Anweisungen. Sam, dein nächstes Ziel ist es, Mountain Not City ins Netzwerk einzugliedern. Diese Route führt zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Willst du immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Qubit verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Not City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Aber erstmal muss dein aktueller Qubit reichen. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake Not City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Übrigens, Sam, ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der könnte nützlich sein. Für den Aufbau benötigst du zwei Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge... Ja. Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf. Geht natürlich deutlich schneller. Allerdings okay, ja, wir wissen es, dass wir dann die Fracht nicht mitnehmen können. Wir wissen es, Junge. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal an dieser Stelle. Endlich mal eine Folge mit sehr viel Story. Sehr viel Story. Das ist schön. Und das hat mir gefallen. Die Story ist interessant, auch wenn sie natürlich ein bisschen verwirrend ist. Aber auf jeden Fall nice. Wir hören uns. Wir werden kommentieren nicht vergessen. Instagram auschecken. Instant Gaming. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.